Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Geht alle dorthin, wo ihr geboren wurdet. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus der Stadt Nazareth. Komm, Maria, wir müssen nach Bethlehem gehen, auch wenn du schwanger bist. Und als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass Maria gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In derselben Gegend waren Hirten auf dem Feld, die hüteten ihre Herden. Plötzlich wurde es ganz hell um sie herum. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Habt keine Angst, wir sind Engel. Ihr dürft euch freuen, heute ist euer Retter geboren. Ihr werdet das Baby in einer Krippe finden. Dann lasst uns nach Bethlehem gehen. Ja, lasst uns gehen. Das müssen wir sehen. Die Hirten kamen eilend und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Zur gleichen Zeit sahen weise Männer in einem Land weit im Osten einen ganz besonderen Stern aufgehen. Da muss ein neuer König geboren sein. Sie zogen los und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Juhu, wir sind da! Voller Freude gingen sie hinein und fielen auf die Knie. Sie schenkten dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie einem König. Fröhliche Weihnachten!